Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung bewegen wir uns zwischen Länderbahn, Zauber und TE-Träumen. Beginnen wollen wir mit einem Film über die Bayerische Süd-Nordbahn. Die wurde nämlich im Jahr 2003 150 Jahre alt. Es ist das Jahr 1912. Vor dem Lokschuppen des Nördlinger Bahnhofs dampft ungeduldig eine nagelneue bayerische Schnellzuglok. Gebaut bei Maffei in München. Abfahrbereit auf der Ludwig-Süd-Nordbahn Richtung Hof. Bamberg einfach, erste Klasse bitte. Erste Klasse Bamberg einfach. Billig waren die Fahrkarten nicht. Selbst in der dritten Klasse kostete die dreistündige Fahrt von Nördlingen nach Bamberg noch 5 Mark. Fast der halbe Wochenverdienst eines Industriearbeiters. Geplant unter dem bayerischen König Ludwig I. war die Magistrale 1853 eingeweiht worden. Statt vieler Tage mit der Kutsche brauchte der Eilzug für die 566 Kilometer quer durch Bayern von Lindau bis Hof nur noch 26 Stunden. Die erste große Fernstrecke Bayerns beginnt in Lindau im Bodensee. Kein Zufall, denn Lindau war wichtig für den Export bayerischen Getreides über den Bodensee in die Schweiz. Mehr als ein halber Kilometer Eisenbahndamm wurde damals eigens aufgeschüttet, um das Festland mit der Insel zu verbinden. Immer wieder galt es auf der Strecke, natürliche Hindernisse zu überwinden, wie hier das Brombachtal bei Pleinfeld. Die Ludwig-Süd-Nordbahn stellte Mitte des 19. Jahrhunderts eine ungeheure technische Herausforderung dar. Hunderte von Brücken, Damm- und Tunnelkonstruktionen brachten das bayerische Königreich in den 12 Jahren Bauzeit finanziell an den Rand des Ruins. Im Allgäu bei Rentershofen wurde gar ein ganzes Tal mit einem 53 Meter hohen Damm überbrückt, auf dem heute noch die Züge von und nach Lindau verkehren. Damals der größte Eisenbahnkunstbau der Welt. Dazu Heimatpfleger Rupert Knestl. Das war für die damalige Zeit eine gewaltige Leistung, was die Leute vollbracht haben. Das größte Problem bei diesem Bau waren die Erdmassen zu bewegen. Das sind 2,2 Millionen Kubikmeter, was an diesem Bahndammbau also gebraucht wurde. Und diese zu bewegen mit Handkarren, Loren und Schubkarren praktisch an In und Dort. Also zuerst abbauen und dann wieder auffüllen. Bei der Großbaustelle ein paar Kilometer weiter in Harbertshofen wurde ein künstlicher Bergeinschnitt gelegt. Alles in mühevoller Handarbeit. Auf den Einsatz effizienter Dampfbagger wurde bewusst verzichtet, aus sozialen Gründen. Heute würde man sagen, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das Geld reichte nicht, um die Strecke überall zu begradigen. Eine Altlast aus der Zeit der Ludwig-Süd-Nordbahn, mit der die Deutsche Bahn AG leben muss. Die vielen Kurven auf der Allgäu-Strecke machen heute den Einsatz von Hochgeschwindigkeitszügen unmöglich. Bis in die 60er Jahre herrschte fahrplanmäßig Dampfbetrieb. Ein Hobbyfilmer hielt die letzte Fahrt einer Dampflok bei Gunzenhausen im Sommer 1964 fest. Besondere Bedeutung bekam der Bahnhof im kleinen Ort Kulmbach. Ein Beispiel für die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ludwig-Süd-Nordbahn. Denn hier wurde ein wichtiges Exportgut auf die Eisenbahn verladen. Fränkisches Bier aus den berühmten Kulmbacher Brauereien. Musik
Die Produktion stieg sprunghaft an mit den neuen Absatzmärkten. In natureisgekühlten Waggons konnte das Bier seinen Siegeszug nach Norden antreten. Jetzt gab es plötzlich in Sachsen und Berlin Bier aus Franken. Wenn der Bayernkönig selbst unterwegs war, dann im eigenen Hofzug. In diesem Prunkwagen fuhr 1866 der Märchenkönig Ludwig II. Über Bamberg bis nach Hof, um die Sympathie der Franken auf einer Werbefahrt für Bayern zu gewinnen. Im Winter benutzte er den Zug bis Biesenhofen und stieg dort regelmäßig vom Hofzug um auf Pferdeschlitten Richtung Schloss Neuschwanstein. Natürlich gab es besondere Wartesäle für die Hofgesellschaft, wie diesen des alten Nürnberger Zentralbahnhofs, entworfen vom Architekten Friedrich Bürklein, heute zu sehen im DB-Museum. Der Bahnhof selbst wurde 1903 abgerissen, um dem größeren heutigen Hauptbahnhof Platz zu machen. Im neuen Bahnhof war der Wartesaal allerdings weit weniger königlich. So richtig berühmt wurde die Ludwig-Süd-Nordbahn durch diese Trasse. Die Steigung zwischen Neuenmarkt und Markt Schorgast. 7 Kilometer, die es in sich haben. Eine der steilsten Eisenbahnstrecken Deutschlands, vom Maintal auf die Höhe des Frankenwaldes. Die Züge klettern auf der schiefen Ebene mit bis zu 2,5% Steigung. Lange Zeit war das nur möglich mit Hilfe von 2 Lokomotiven. Schwere Güterzüge brauchten für die wenigen Kilometer im Gespann fast eine Dreiviertelstunde bei einem Höhenunterschied von 158 Metern. In Markt Schorgast wurde die Schublok dann abgekoppelt und fuhr allein zurück nach Neuenmarkt, um den nächsten Zug unten abzuholen. Die Zeit der Dampfloks auf der Ludwig-Süd-Nordbahn ist vorbei. Aber in den Herzen vieler leben sie noch, die imposanten Dampfrösser einer vergangenen Welt. Es gibt sogar welche, für die sie wieder auferstehen. Andreas Braun, Betriebsleiter des Bayerischen Eisenbahnmuseums, ist einer von ihnen. Die Wochenenden verbringt er am liebsten im Lokschuppen. Oben auf der 85 Jahre alten S3/6-Schnellzuglok des Museums überkommt ihn das Eisenbahnfieber, wenn endlich wieder angeheizt werden darf, unter dem Kessel mit 8000 Liter Wasser. Wir haben diese Lok als Bausatz gekriegt und ich habe hier mit 2, 3, 4 Kollegen hier in diesem Lokschuppen in Nördlingen diese Lokomotive wieder komplett restauriert und zusammengebaut und dann betriebsfähig gemacht. Was sind Sie von Ihrer früheren Ausbildung her? Ja, Jurist eigentlich, nicht? Aber ich mache das schon seit 1985 nicht mehr. Ich bin sozusagen ich habe das Hobby zum Beruf gemacht, kann man so sagen. Ob das Museum nächstes Jahr die geschätzten 500.000 Euro für die Hauptuntersuchung der Lok noch einmal aufbringen wird, ist ungewiss. Immerhin, für heute ist der Museumszug ausgebucht. Auf der Ludwig-Süd-Nordbahn soll es mit 120 Stundenkilometern bis Augsburg und dann weiter nach Salzburg gehen. Jetzt kann die alte Lok noch einmal zeigen, was in ihr steckt. Das ist der Moment, auf den die Eisenbahnfreunde gewartet haben. Der Fahrplan muss exakt eingehalten werden, damit der Sonderzug ja nicht irgendwo auf der Strecke vor einem nachfolgenden Zug aufs Abstellgleis muss. So treffen 2 gute alte Bekannte zusammen. Eine dampfende Lok und eine Schienenstrecke mit Tradition.
Wir kommen jetzt zu einem weiteren Geburtstagskind, liebe Zuschauer. Die Dampfbahn Fränkische Schweiz feiert im Jahr 2004 ihren 30. Geburtstag. Auch von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch. Nicht jedes Jahr, aber ab und zu brauchen die Buchstaben eine Auffrischung. Kurz danach beginnt die Saison, die Arbeit. Und man muss es deutlich aussprechen, auch und vor allem das Vergnügen. Da verkauft der Kaufmann Walter Sieburg die Fahrkarten. Da dreht der Nationalökonom Hartmut Krause den Leierkasten und fordert auf zu einer Reise ins Glück. So oder so ähnlich geht es seit 30 Jahren. Es war im April 1974, als sich ein paar Eisenbahnenthusiasten zusammenfanden, um auf der Strecke zwischen Ebermannstadt und Beringers Mühle eine Museumsbahn, eine Dampfbahn zu betreiben. Aus den Anfängen entstanden ein Eisenbahnverkehrs- und ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen, wie es in den offiziellen Verlautbarungen so schön heißt. 400 Mitglieder hat der Verein Dampfbahn Fränkische Schweiz inzwischen. An die 90 sind aktiv, gehören zum harten Kern, arbeiten als Rangierer, Lokführer, Heizer, Zugführer oder Schaffner. Viel Arbeit, manche Verantwortung und sicher auch viel Spaß für das Personal und für die Passagiere. Gitter schließen, Türen schließen! Es ist zweierlei, was diese Museumsbahn so erfolgreich macht. Die schöne Landschaft, die Fränkische Schweiz, das Wiesenttal und die historischen Züge, die Dampf- und Dieselloks, die verschiedenen Wagen, über die Siegfried Fuchs, gelernter Maschinenbauer und erster Vorsitzender des Vereins, gut Bescheid weiß. Wir haben also hier diese sogenannten Donnerbüchsen. In so einem Wagen sitzen wir. Der hat den Namen dadurch, durch diesen Klang, durch diese Akustik in dem Wagen. Dann haben wir sogenannte MTIs, diese Behelfspersonenwagen. Wir haben auch Packwagen dabei und sogenannte Umbauwagen, Dreiachser. Die laufen am Schluss des Zuges. Die Polsterklasse in Wagen 2 und 24 kostet 50% Zuschlag. Eine Station 2, 2 bis 3 Stationen 4, 4 bis 6 Stationen 5. Die Rückfahrkarte für die Gesamtstrecke 9 Euro. Kinder unter 6 Jahren frei, ohne Sitzplatzanspruch. Ansonsten bis 11 Jahre halber Fahrpreis. Es ist alles wohl geordnet. Arbeiten die einen im Zug, sind andere in der Werkstatt beschäftigt. Jeden Samstag wird in der Halle kontrolliert, geschrubbt, geschraubt, Wagen und Lokomotiven für den Einsatz vorbereitet. Jürgen Fuchs, nicht verwandt mit dem Vorstand, ist diesmal für eine der 4 Dampfloks zuständig. Was hat es denn mit den Waschluken auf sich, die Sie da gerade montieren? Ja, die Waschluken, die dienen hierzu, dass der Kessel gereinigt werden kann. Werden also in bestimmten Abständen herausgenommen. Der Kessel kann der Innenraum dann hier durch einen scharfen Stahl sauber gemacht werden. Von den Ablagerungen, Kalkablagerungen können rausgeschwemmt werden. Und danach werden die Waschluken wieder eingesetzt und die Lok kann wieder mit Wasser befüllt werden. Umbauwagen der Bauart BD3YG, AB3YG, B3YG. Sie stammen aus Frankfurt, Mainz und Hannover, sind auf der Strecke im Einsatz bzw. werden aufwendig und arbeitsintensiv wieder aufgearbeitet. Es ist der Ehrgeiz aller wahren Eisenbahner, sortenreine, historisch stimmige Züge auf die Strecke zu bringen. Das dauert seine Zeit und ist nicht immer einfach zu bewerkstelligen, wie der Vorstand zu berichten weiß. Das ist für den Laien ist das Schrott und auch für die Anwohner, die hier an der Strecke zum Teil wohnen, ist es auch Schrott. Aber für uns sind das historisch wertvolle Fahrzeuge, die noch auf ihre Aufarbeitung
warten und die wir aus finanziellen Gründen bis dato noch nicht durchgeführt haben. Aber wir hoffen, das in den nächsten Jahren durchziehen zu können. Denn diese Wagen, wie gesagt, sind sehr wertvoll und die wollen wir absolut erhalten. Ebermannstadt, Gasseldorf, Streitberg, Muggendorf, Burggeilenreuth, Gößweinstein und Beringersmühle. Das sind die einzelnen Stationen, wobei in Gasseldorf und Burggeilenreuth nur bei Bedarf gehalten wird. 45 Minuten beträgt die Fahrzeit auf der 16 Kilometer langen Strecke. Über 20.000 Gäste fahren jedes Jahr mit. Zum Glück, denn der Verein bekommt keine Zuschüsse, leistet und erwirtschaftet alles selbst. Es ist und war nicht so leicht. 1978 konnte die Strecke gekauft werden. 1980 erhielt der Verein die Betriebsgenehmigung. Am 9. August dieses Jahres fuhr der erste öffentliche Zug der DFS über die Gleise. Wir haben also die Strecke in einem guten Zustand übernommen, aber im Laufe der Jahre sind natürlich viele Sanierungen nötig. Wir haben jetzt mittlerweile alle Brücken saniert und die Strecke haben wir auch schon einige Mal nacharbeiten müssen, weil im Laufe der Zeit fallen dann schon Reparaturarbeiten an. Und da hat sich eine Gruppe gebildet, unsere sogenannte Bahnmeisterei, und die führen diese Arbeiten aus. Sie haben sich ein sehr hohes Fachwissen angeeignet im Laufe der Jahre. Und wie gesagt, die machen die ganzen Sanierungen der Brücke, Sanierungen der Strecke und so weiter, alles, was mit der Strecke zusammengehört. Die eigentliche Geschichte der Eisenbahn in der fränkischen Schweiz begann schon im 19. Jahrhundert. Genau am 1. Juni 1891, dem Tag, an dem der erste Zug von Forchheim nach Ebermannstadt fuhr. Aber aus der geplanten Hauptbahn durch das Wiesenttal bis Bayreuth entstand aus Gründen der Sparsamkeit nur eine Nebenbahn, die im Laufe der Jahrzehnte Stück für Stück und unter großem Streit über die angemessene Trassenführung erweitert wurde, bis 1930 mit der Verlegung des Flusslaufes der Wiesent auf einer Länge von 200 Metern und dem Bau der Hindenburgbrücke die Strecke bis Beringersmühle geschlossen war. Die letzte Nebenbahn in Bayern war vollendet. Kurz vor der Endstation fährt der Zug, genauer die Lok Nürnberg, gebaut 1923 bei Hanomag, an der Stempfermühle vorbei, eine der vier Gößweinsteiner Mühlen. Hier wurde früher Leinsamen gestampft, daher der Name. Irgendwann bekam der Müller ein Schankrecht. Heute ist die Mühle nur noch eine Gaststätte, bekannt vor allem wegen der Fischgerichte und der feinen hausgemachten Kuchen. Es braucht seine Zeit, um nach einer Forelle, gebraten oder blau, noch ein Stück Torte verdrücken zu können. Aber man kann ja in Ruhe und Beschaulichkeit einen Zug ausfallen lassen. Vielleicht nachlesen, dass die DFS-Lok 2 200 PS hat, der Kesseldruck 12 Bar, die Höchstgeschwindigkeit um die 40 km/h beträgt und dass sie früher bei den Nürnberger Gaswerken im Einsatz war. Wer mag, kann auch gestärkt hochwandern nach Gößweinstein, dem Wallfahrtsort mit der von Balthasar Neumann erbauten Barockbasilika und der 1890 im Stil der Neugotik umgebauten Burg. Einen guten Blick hat man von hier auf die Bahn, die vorsichtig über die Hindenburgbrücke zieht, die immer noch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes restauriert wird. Aber danach geht es flott voran. Vorbei an romantischen Dörfern, Felsen und Burgen. Wir sind sehr stolz drauf. Nur wenn man uns vor 30 Jahren gesagt hätte, auf was wir uns einlassen, wir hätten es wahrscheinlich nicht gemacht. Die Arbeit nimmt mittlerweile überhand und ich würde sagen, wir sind hier mittlerweile ein kleines Unternehmen geworden, das wie gesagt jeden Sonntag hier auf der Strecke fährt. Nun, man darf davon ausgehen, Sie werden noch 10, 20, 30, viele Jahre weiterfahren,
die Eisenbahnverrückten aus Ebermannstadt und anderswo. Vor allem, wenn die Bitte erfüllt wird, die der Verein in seiner Jubiläumsbroschüre nicht zuletzt an die Autofahrer richtet, die die Züge so gerne fotografieren oder filmen. Bitte denken Sie daran, dass eine Museumsbahn in erster Linie von den Fahrgästen lebt. Sparen Sie deshalb bitte nicht an der falschen Stelle, sondern kaufen auch Sie eine Fahrkarte zur Unterstützung und Erhaltung unserer Bahn. Wir werden es Ihnen danken. Es ist zu hoffen, dass nicht nur die Autofahrer dieser Bitte nachkommen. Es lohnt sich. Nicht nur für die Dampfbahn Fränkische Schweiz. Unser letzter Filmbericht, liebe Zuschauer, handelt von einer Bundesbahnlegende, von einem TEE-Triebzug, der in den 50er Jahren durch Europa gefahren ist, der irgendwann mal Ende der 70er verschwand und der jetzt eine Wiederauferstehung feiert. Der Zug der Zeit hat ihn überholt. Die viel schnelleren Züge unserer Tage rasen an ihm vorbei. Dem TEE, dem Trans-Europa-Express, blieb nur das Abstellgleis. Die 1100 Dieselpferdestärken seiner Triebköpfe galoppieren nicht mehr. Stillstand. Seit Jahrzehnten. Nun aber wird er wieder zum Leben erweckt. Im Eisenbahnwerk Kassel bauen ihn Techniker und Handwerker wie Schreinermeister Martin Brochhaus wieder auf. Wir haben hier im Großraumwagen überwiegend Birne, Schweizer Birnbaum, verwendet. Im Abteilwagen ist das alles in Kirschbaum gehalten, das ganze Objekt. Die Küchenwagen sind in Teak, Barwagen in Cebrano. Alle Hölzer, die man so verwendet hat in den 50er Jahren. Selbst die Messingschrauben, genau wie damals. Penible Handarbeit bis ins allerletzte Detail. Sogar die Schraubenköpfe werden feinst säuberlich ausgerichtet. Die sogenannten Bankgestelle sind neu, fast identisch mit den Originalen, nur ein wenig schmaler. Farbe und Struktur des Polsterstoffes aber stimmen haargenau, nachgefertigt nach alten Stoffmustern. Okay, passt das jetzt? Es passt. Und schnell muss es gehen. Denn die Bahn will den TEE, der nur erster Klasse beförderte, als Nostalgiezug auf Reisen schicken. Auf Reisen, die einst Ingeborg Graf Müller als Zugsekretärin begleitete. 6 Jahre lang, von 1956 bis 1962, tat sie ihren Dienst im Luxuszug. Wir hatten 2 große Koffer, eben die Maschine und dann den anderen Koffer mit Material, mit Briefpapier, vor allen Dingen Durchschlagpapier. Wir mussten ja also manchmal bis zu 5 Durchschlägen machen. Man hatte oft Blumen auf der Schreibmaschine. Und die war sehr schwer zu bewegen, wenn man so um die Lorelei fuhr. Dann stockte der Wagen, der ging dann nicht weiter. Da musste man immer mit der linken Hand so ein bisschen dran ziehen, damit es überhaupt weiterging. Und dann musste man wieder schreiben. Dann kam ein Tunnel, da sprang der ans Licht. Da habe ich gesagt, lassen Sie, diktieren Sie weiter. Ich kann auch im Dunkeln schreiben. Willi Milovic und Vico Torjani diktierten Ingeborg Grafmüller in die Maschine. 4 Mark pro Stunde zahlten Fahrgäste aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik für die Dienste der mehrsprachigen Zugsekretärinnen. Ein Liebesbrief in Italienisch war auch dabei. Und hab den geschrieben und getippt. Und dann hat sich dann kurzerhand dann danach herausgestellt, dass der an mich sein sollte. Ja? Und weil er mich wohl schon eine Weile beobachtet hatte und ich habe das aber gar nicht registriert. Und bis ich das dann alles mal verdaut hatte und so, dann in dem Moment musste er dann schon aussteigen, da war alles vorbei. Ja. Nein, den Avancen ihrer nicht selten prominenten Fahrgäste hat sie niemals nachgegeben. Und doch, durch den TEE fand sie die Liebe ihres Lebens. Bei einem Zughalt in Freiburg lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. Geschichten, die der Trans-Europa-Express schrieb. Der Geschichte des TEE wird hier nachgespürt. Im Eisenbahnmuseum in Nürnberg fahnden Historiker nach beinahe vergessenen Einzelheiten. Die Lampe aus einem TEE-Abteil, wiedergefunden nach langer Zeit. Fotos von damals dienen als Vorlagen, um den Zug in alter Pracht wieder auferstehen zu lassen. Bis ins schmückendste Detail. Eine Anstecknadel, wie sie die Zugstewardessen trugen. Auch sie wird es wiedergeben. Das ist die Uniform, warum schaut die Frau Binnenholzer Hoheitsbogen? Genau wie die alten Uniformen.
Anprobe des nachgeschneiderten Kostüms. Alles muss stimmen, wenn die Zeitreise mit dem TEE gelingen soll. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Ulm. Ladies and Gentlemen, eine Führung zum Schallerarbeit Ulm. Mit seinen aerodynamisch geformten Triebköpfen war er eine Design-Ikone und ein Symbol für das zusammenwachsende Europa und das deutsche Wirtschaftswunder gleichermaßen. Die Speise- und Barwagen verkörperten die Träume der 50er und vermittelten Fahrgästen und Zugpersonal ein besonderes Reisegefühl. Man war völlig verbunden mit Schiene und Zug und Leuten drumherum und allem. Es war also immer schwer was los. Ja, war schon sehr gut. Also es war mit die schönste Zeit meines Lebens eigentlich. Also außer anderen Sachen noch, aber muss ich schon sagen, ich würde es sofort wieder machen. Ja. Noch aber fährt der TEE nur auf der Modelleisenbahnanlage im Nürnberger Eisenbahnmuseum. Das Restaurieren dauert länger als geplant. Es ist, so sagen die Fachleute, beinahe ein kompletter Neubau. Mehr als 3,5 Millionen Euro investiert die Bahn in ihr Prestigeprojekt. Hinter der Fassade früherer Tage wird aktuelle Technik installiert. Längst dürfen die Triebköpfe nicht mehr so viel Treibstoff verbrauchen. Und zudem muss der neue alte TEE alle Sicherheitsstandards moderner Züge erfüllen, wenn er zu Dinnerfahrten aufbricht rund um deutsche Metropolen. Eines aber wird es in der Zeit von tragbaren Computern und Telefonen nicht mehr geben. Ein Zugsekretariat. Es gibt einem auch ein bisschen ein Wehgefühl, weil die Zeit vorbei ist. Ne? Das ist natürlich sehr schade, aber ich wäre auch gern wieder dabei bei der Eröffnungsfahrt, bei der Premiere. Das, liebe Zuschauer, war Eisenbahnromantik. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, heute in einer Woche. Ich freue mich schon darauf. Bis denn und tschüss.